Das ist ja die feine englische Art von Roboracing und der Konkurrenz allgemein. Wir haben gesehen, dass wir relativ schnell waren. Der Christian war direkt auf P1 und man hat gesehen, der SLS ist von Platz 10 gekommen und wir sind von Platz 17 losgefahren. Das heißt, wir haben ordentlich Boden gut gemacht. Und der SLS hätte eigentlich sehen müssen, dass wir wesentlich schneller sind. Letzten Endes hat er uns die Runde kaputt gemacht, was jetzt aber auch kein Beinbruch ist, weil wir sind auf Platz 3 und das ist, glaube ich, eine gute Ausgangsposition für das Rennen. Steht der Rover SLS jetzt auf eurer Liste fürs Rennen? Nein, auf keinen Fall. Das Rennen ist 24 Stunden lang und von dem her muss man einfach schauen, dass man das Rennen überlebt, die erste Nacht, die Nacht überlebt und dann in den Tag hineinfährt und schaut, wo man steht und dann zum Schluss angreift. Okay, vielen Dank. Ja,